Das klassische Altertum war, was viele vielleicht nicht wissen, sehr fäkalaffin. Die Römer hatten Kotgötter, deren besondere Fürsorge den Latrinen und ihren Besuchern galt. Cicero oder Cicero? Cicero, sagt man heute, ja. Cicero machte sich für die Furzfreiheit stark. Er schrieb in einem Brief an Atticus: Crepitus eque liberos ac ructus esse opportere. Sowohl der Furz als auch das Rülpsen müssen in gleicher Weise gestattet sein. Diesen Spruch nehme ich bei Hochzeitsfeiern immer als Trinkspruch, übersetze ihn aber anders. Zum Beispiel mit: Das Lächeln einer Frau entschädigt für einen Dachstuhlbrand. Einmal habe ich ihn bei einer Beerdigung verwendet und übersetzt mit: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, Lebe geht weiter. Dummerweise war die Witwe Lateinlehrerin.